Willkommen zu einer kleinen Runde in Rügnestadt. Hier ist so ein Museum, aber da lese ich euch jetzt gleich eben was für vor. Und dann seid ihr auch auf dem Laufenden. Also, wie immer, dranbleiben. Bitte. So, und jetzt lese ich mal wieder kurz was vor. Das Ganze hier nennt sich ja Rügnestadt. Und Rügnestadt ist eine der außergewöhnlichsten Hofanlagen des Tales. Alle Gebäude außer dem Mühlenhäuschen stehen an ihrem ursprünglichen Platz. Die ältesten Gebäudeteile des Wohnhauses stammen aus der Zeit des 16. Jahrhunderts. Der Hauptteil des Stalls ist datiert um 1900 und somit wesentlich jünger. Die Hofanlage war ursprünglich im Besitz der Sagenstalt von der Asmund Rügnestadt von 1540 bis 1596, der als Bauernführer in den unruhigen Zeiten nach der Reformation Rede von sich machte. Seine Jugend verbrachte er wohl als Söldner an europäischen Höfen. Die im Speicherhaus befindlichen Gegenstände und Textilbilder waren wohl Teil der Kriegsbeute, die er mit nach Rügnestadt brachte. Und das war genug gelesen. Jetzt geht's ans Gucken. Ist das nicht klasse, wie massiv das gebaut ist? Und auch handwerklich. Schaut euch mal hier die, ich glaube, Verzahnung nennt man es, an. Perfekt. Echt perfekt. Die Tür finde ich auch sehr schön. Die ist maximal 1 Meter groß, also hoch. Und 1,50 Meter breit insgesamt, würde ich sagen. Und hier, ach, da kann man sogar hochgehen. Ja, das muss ich natürlich machen. Ach, Leute. Man sieht gerade nichts wegen der Sonne. Ja, und schon ins Leere getreten. Oh, was ein Duft hier. Ich muss einen Moment warten, bis die Kamera das Licht sich so ein bisschen anpasst hier. Wunderbar. Riecht wie in so einer alten finnischen Sauna. Ich habe gerade gedacht, weil man hier diesen Riegel aufmachen konnte, dass man vielleicht hätte reingehen können. Aber kann man nicht. Also kurzer Blick hier aus der Luke. Und dann gehe ich noch um die Ecke. Na, ich habe mit dem Boden hier so ein bisschen Bedenken. Der fühlt sich teilweise weich an. Wird wahrscheinlich nicht so sein. Oh! Erkennt ihr das? Donnerbalken. Sehr klasse. Oh, ja, es knarzt. Ganz. Oh, das gibt aber echt nach hier. Hier haben wir nochmal so einen schönen Blick raus auf die Nachbargebäude. Auch hier steht nochmal ausdrücklich Rauchen verboten. Habe ich ja kein Problem mit. Bin ja nicht Raucher. Aber das Zeug ist wahrscheinlich gut durchgetrocknet und geht dementsprechend leicht in Flammen auf. Diesen Duft in den Häusern finde ich einmalig. Das ist echt klasse. Was es hier sonst noch so rundum gibt, außer historische Gebäude und wunderschöne Natur? Nischt. Und eine herrliche Ruhe. Super Panorama. Und natürlich diese Gebäude. Und da schaue ich mir jetzt auf der anderen Seite des Dorfes auch noch eins an. Ja, hier ist so ein weiteres Speicherhäuschen. Was ich interessant finde, ist immer, dass der untere Teil wesentlich schmaler ist als der obere. Warum das so ist, konnte ich bis jetzt noch nirgends lesen. Vielleicht durch die Lastverteilung, dass die auf den Außenkanten irgendwie besser liegt. Ich weiß es nicht. Hier zu der Seite ist ein kleiner Stall, wo die Viecher dann auch die Möglichkeit hatten, unten drunter oder bei extremem Wetter wahrscheinlich auch reingehen zu können. Oder müssen. Was man nicht vergessen darf, dass das hier alles zu einer Hofanlage gehört und teilweise schon als Museum fungiert. Aber eben nicht alles. Deswegen muss man immer so ein bisschen gucken, wo man reinrennt und wo nicht.
Aber wie es immer so ist, ich frage dann ja auch. Und meistens gibt es dann auch grünes Licht. Ja, wie ihr seht, war es das schon mit Rücknestadt. Viel mehr ist hier nicht. Gefahren bin ich dafür gefühlt eine halbe Ewigkeit, wenn man nur den Punkt von A nach B rechnet. Aber da zwischen A und B ja noch 85 Unterpunkte waren, ist es mal eben ein Katzensprung gewesen, der sich definitiv aus meiner Sicht gelohnt hat. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Ist ja wieder ein sehr kurzes Video. Aber ich möchte auch sowas von Norwegen gerne zeigen, weil man das sonst so in diesen klassischen, ja, ich nenne es mal immer ganz vorsichtig, Vanlife-Videos über Norwegen ja eher nicht sieht. Ich bezeichne mich aber auch nicht als Vanlifer. Absolut nicht. Ich penne gerne in meinem Bus und bin dadurch flexibel und günstig unterwegs. Macht's gut, euer Markus.